und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. In dieser Ausgabe hört ihr das Interview, das ich mit den beiden kreativen Köpfen hinter der Comic-Anthologie Cosmic geführt habe. Das sind namentlich René Moreux und Michael Vogt. Die beiden Jungs haben sich hier sehr ausgiebig mit eben dem Thema Comic beschäftigt und sind jetzt gerade dabei, relativ aktuell die ersten beiden Bände dieser Comic-Anthologie zu veröffentlichen. Ich habe das Interview bereits vor wenigen Wochen geführt und bin echt total stolz darauf, das hier beim Telestammtisch veröffentlichen zu können. Möchte euch an der Stelle allerdings darauf hinweisen, dass die Audioqualität diesmal sehr mau ausgefallen ist. Was ihr jetzt hier gleich im Anschluss hören werdet, ist die wirklich nach bestem Wissen und Gewissen optimierte Audiospur und ich habe echt alles getan, damit man hier die beiden Jungs gut versteht. Leider war es so, dass beim René quasi kein vernünftiges Mikro vorhanden war und wir dann hier über nicht nur ein schlechtes Laptop-Mikro, sondern vor allem über ein knarzendes, dauerhaft rauschsendendes Signal-Mikrofon quasi aufgenommen haben und das war einfach nicht so richtig geil. Ich habe es versucht zu optimieren. Ich hoffe, dass Auphonic hier noch ein bisschen was retten kann. Und inhaltlich kann man trotzdem viel diesem Interview entnehmen. Das meiste versteht man wirklich auch sehr gut. Und ihr könnt euch auf ein wirklich inhaltlich tolles Gespräch freuen. Ich habe glücklicherweise die Gelegenheit, die beiden Jungs wohl noch in Aachen auf der Comiciade zu treffen, denn dort soll wohl Band 2 ganz offiziell erscheinen. Mir hat der erste Band wirklich gut gefallen. Ich kann Cosmic, diese Comic-Anthologie, wirklich uneingeschränkt empfehlen und möchte ganz klar da auch wirklich diese Empfehlung einfach mal aussprechen, dass wenn ihr ein paar Euro übrig habt, ihr euch auf jeden Fall mal dieses Comic im Albenformat genauer anschauen solltet. Ebenfalls möchte ich den Hinweis geben, dass ich mich persönlich nämlich freuen würde, wenn ihr den Telestammtisch mal bewerten würdet. Das könnt ihr tun auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google, auf podcast.de und auf vielen weiteren Plattformen ist es möglich, Podcasts zu bewerten. Bitte, bitte tut das mal, das tätet im Telestammtisch sehr gut und ich persönlich fände es auch irgendwie ganz schön geil, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet, also insbesondere bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und beim YouTube-Upload kann man das tun, da gibt es jeweils eine Kommentarfunktion, da kann man mir schreiben, ich werde ja letztlich alles ganz allein beantworten und mich total darauf freuen, wenn ihr das tut. Ihr könnt ebenso mal den Blog ansteuern, auf tele-stammtisch.de findet ihr den, auch da gibt es eine Kommentarfunktion, die ihr unbedingt mal nutzen solltet. Nun also viel Spaß bei diesem inhaltlich sehr tollen Interview mit leider leicht eingeschränkter Audioqualität. Bis dann, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. Wir machen ja echt viel Comic-Kram und ich habe ja nicht nur die Gelegenheit, regelmäßig auf Veranstaltungen unterwegs zu sein und mir da Kolleginnen und Kollegen aus der Comic-Szene zu schnappen oder mein Mikro mal bei einer größeren Moderation auf einer Bühne einfach aufzustellen und das für euch mitzuschneiden. Regelmäßig, da gibt's auch Menschen, die trifft man jetzt nicht unbedingt um die Ecke, da muss man mal ins Internet gehen und zum Beispiel Skype benutzen, auch das werden wir heute tun. Denn ich habe zwei Herren am Start, die haben etwas veröffentlicht, das mir aufgefallen ist, weil da Kollegen drüber gesprochen haben. Denn beim zweiten Teil des großen Jahresrückblicks 2019 bei den Kollegen von Yay Comics, da hatte unter anderem der Bela Sabotke ein großes Highlight aus 2019 erwähnt, nämlich die Comic-Anthologie Cosmic. Und die kannte ich noch so gar nicht und ich habe echt gedacht, ich würde alle deutschen Anthologien kennen. Dem war nicht so, also habe ich sie mir erstmal zusammengegoogelt und natürlich gleich auch bestellt. Mir den ganzen Spaß heute auch, gestern auch, noch komplett durchgelesen. Bin hellauf begeistert und bin entsprechend froh, dass ich hier die beiden Herausgeber dieser Anthologie heute im Interview habe. Ich bin sehr gespannt, was sie uns zu erzählen haben und wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Ja, also ich bin der Michael Vogt. Hallo. Hallo. Ich presche einfach mal vor jetzt kurz. Okay. Einer der Herausgeber und der andere ist? Ja, René Moreux aus Düren, komme ursprünglich aus dem Science-Fiction-Bereich, wo ich schon Jahrzehnte aktiv bin. Vielleicht ist dem einen oder anderen das Magazin Exodus ein Begriff. Science-Fiction-Stories und fantastische Grafik, das mache ich jetzt seit 2003 wieder regelmäßig. Also im Prinzip eine Anthologienreihe für fantastische Stories im Magazinformat. Das sind Kurzgeschichten oder sind das auch fortlaufende Geschichten? Nein, es sind also ausschließlich Kurzgeschichten von unterschiedlicher Länge, also von der ultra kurzen Short Story, wie sie ja in der Science Fiction im Golden Age, sagen wir mal so, begonnen hat, bis zu längeren Novellenlängen. Artige Texten, thematisch denken wir dabei, also das gesamte Spektrum der Science Fiction ab. Und neben den Kurzgeschichten hat Exodus also ein besonders
starkes grafisches Standbein seit jeher. Also unsere Kurzgeschichten werden alle separat illustriert. Wir haben also eine ganze Horde Illustratoren, die da am Werk sind. Unter anderem ja auch der Michael Vogt, der auch schon für uns Stories illustriert hat. Unter anderem Geschichten von Andreas Eschbach oder auch anderen Autoren. Und wie gesagt, also die Grafik nimmt dann besonders hohen Stellenwert ein. Wir haben noch in jeder Ausgabe in der Mitte so eine Galerie, wo wir also einen besonderen Künstler in einem großen Farbteil exklusiv vorstellen. Ist also ziemlich einzigartig von der Konzeption in Deutschland. Meistens sind die Anthologien ja eher in Taschenbuchformaten unterwegs. Ja, und von daher kam also der Schritt von der grafischen Seite zum Comic. Das war also so ein Ding, was wir also schon sehr lange in Planung hatten. Naja, kann ja vielleicht der Michael noch vielleicht ergänzen, wie es dann dazu gekommen ist. Das können wir dann gleich machen. Ich würde natürlich gern noch so 3-4 allgemeine Worte auch zu dem Atlantis Verlag verlieren wollen. Was erscheint denn alles beim Atlantis Verlag? Ist es quasi nur Exodus oder sind es auch noch weitere Werke? Nein, also Exodus selber erscheint bei mir im Eigenverlag, also das Magazin selber, nur lediglich für dieses Cosmic, was ursprünglich mal geplant war als ein Exodus-Sonderband, der sich mit dem fantastischen Comic befassen sollte. Das erscheint im Atlantis-Verlag, da ist ja jetzt diese Albenreihe draus geworden, wo wir gerade mit der 1 am Start sind. Das war ursprünglich mal alles ganz anders geplant und hat dann eine rasante Entwicklung genommen, bis das es dann wirklich hier zu diesem Album gekommen ist. Das hätte ich mit Exodus im Eigenverlag so nicht verwirklichen können. Von daher erscheint das beim Atlantis. Und vielleicht nochmal so zu euch auch zu Personen. Ich habe natürlich hier das Comic ausgiebig gelesen und vorne im Cosmic ist ja auch ein bisschen was zu dir und deiner Person quasi drin und auch zu deinen belgischen Wurzeln waren es, glaube ich, und dass da natürlich irgendwie auch so eine gewisse Affinität letztlich auch zur neunten Kunst besteht. Kann man das so sagen? Bist du irgendwie auch Comic-Fan? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, bevor ich zur Science-Fiction geraten bin, über das Medium Comic überhaupt so fantastisch gekommen. Also das fing im jüngsten Kindesalter an, also den Luc Orient, den kannte ich meinetwegen vor dem deutschen Nick, vor dem Hans-Rudi Wäscher. Wobei das damals in den belgischen Ausgaben von Tatin, Spirou und so weiter war. Die habe ich als belgischer Schüler natürlich sehr früh kennengelernt und eigentlich wöchentlich gelesen. Und von Anfang an hat mich also angesprochen, alles was fantastisch ist, was nach Weltraum aussieht, nach Raumschiffen etc. Also dadurch bin ich ganz sicherlich dazu gekommen, mich überhaupt näher mit Science Fiction zu befassen. Der Weg, der Ursprungsweg war erstmal über die Comics. Ja, klasse. Sag mal, Micha, wie sieht das bei dir aus, wenn du gerade selbst nicht als Illustrator unterwegs bist? Liest du eigentlich gelegentlich auch nochmal einen Comic? Wenn ich ab und zu komme ich dazu. Mein Lesestapel wird halt auch immer nur größer. Sonst, also ich kaufe halt reichlich. Nein, natürlich lese ich gerne Comics. Also habe ich auch immer, das hat angefangen bei Mickey Mouse, Asterix, also das ganz Übliche, was man so mitgekriegt hat, ein bisschen zack. Dann halt Valerian und Veronique und Möbius und weiß ich was alles. Also das waren dann halt so meine ersten großen Comics sozusagen. Science Fiction halt, weil ich halt im Prinzip mit Star Wars groß geworden bin. Also den ersten gesehen und als Kind halt und ab da an alles verschlungen, was irgendwie Science Fiction war. Jetzt habe ich die Tage erstmalig privat einen Comic-Stammtisch beziehungsweise einen Science-Fiction-Stammtisch besucht, wo wirklich viele Leute anwesend waren. Da wäre Nerd schon eine Untertreibung. Also die kannten wirklich Details über Star Trek und Star Wars. Da habe ich ja quasi meinen Hut vorgezogen, will damit sagen, gibt verschiedene Abstufungen von Science-Fiction-Fan. Wie würdest du dich da einordnen? Oh, also bestimmt nicht, glaube ich, als so großer Nerd oder sowas. Ich habe von den großen Serien, also Perry Rhodan zum Beispiel, habe ich nie einen Zugang bekommen, wirklich.
Das habe ich nie gelesen. Star Wars, ich schaue es halt gerne, kann ein bisschen fachsimpeln vielleicht, aber wo es jetzt wirklich um die, wie sind die Decks von dem Sternzerstörer aufgebaut oder sowas, da steige ich komplett aus. Okay. Ja, der René meinte schon, du könntest uns auch ein bisschen erzählen, wie es letztlich dann eben auch zur Anthologie Cosmic kam. Das ist sehr wichtig. Wir sollten uns ja auch über viele Sachen noch unterhalten, gerade weil es ja Anthologien, finde ich, gar nicht genug geben kann. Sicher verfolgt hier auch ein gewisses Konzept mit Cosmic und die zweite Ausgabe ist scheinbar auch schon in Vorbereitung, soweit ich das weiß. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte. Wie kam es eigentlich zu Cosmic? Okay, also die ursprüngliche Idee war tatsächlich, eine Exodus-Sonderausgabe zu machen und so wirklich in diesem, auch in diesem Format, also mit Softcover und eher magazinmäßig. Ja, eins der Sachen, die da rein sollten, war halt eine Kurzgeschichte zum von Mark Brandes. Ich mache ja die Mark Brandes Albenreihe bei Panini. Und es gibt aber auch eine kurze, also es basiert auf einer Romanreihe aus den 70er, 80er Jahren. Und es gibt halt auch verschiedene Kurzgeschichten um diesen Charakter oder Nebencharaktere aus der gesamten Saga sammeln. Und eine davon war halt so die Idee, die umzusetzen und dann halt für diesen Sonderband zu machen. Und ab da hat sich das irgendwie so ein bisschen ausgeweitet, weil René mag Comics, kennt sich aber in der Szene nicht so sehr aus. Ich kenne halt einige Zeichner, Zeichnerinnen und so und habe dann halt angeboten, ein bisschen zu helfen und ein paar Leute anzusprechen. Ja, und irgendwie gab dann das eine oder andere, das war so wie so eine Lawine, kann man fast schon sagen. So ein kleines Schneeflocken landet irgendwo und dann so rollt er halt alles runter. Und René hatte ja auch den Kontakt zu Atlantis und also zu Guido Latz, dem Chef von Atlantis Verlag. Und darüber, da war dann halt schon klar, dass das halt eine richtig professionelle, eine größere Ausgabe wird, auch im Hardcover. War halt so ein Vorschlag, den wir relativ früh mal so ein bisschen erörtert hatten unter uns. Wurde dann auch so angenommen. Ist halt auch so ein, denke ich mal, so ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist so eine Anthologie halt, das ist so ein Klotz. Ne? Und war eigentlich das grobe Ganze dafür. Mhm. Und das hast du dann also einfach mal so, weil du ganz viele Leute kanntest, schon irgendwie jetzt auf einfach mal machen wollen, weil du voll Bock hattest, dir jetzt letztlich dann nochmal die ganze Arbeit ans Bein zu binden? Oder was war vielleicht so ein bisschen auch Motivation? Hattest du vielleicht irgendwie so ein Ziel, so im Sinne von, oh, hier ist aber, sag ich mal, der Science-Fiction-Markt noch ein bisschen unterrepräsentiert, was die Comic-Bereich angeht? Oder wolltest du einzelnen Künstlern irgendwie einen Gefallen tun, die zusammenbringen? Hattest du da irgendwie Ansätze gehabt? Erster Punkt war tatsächlich, ich wollte erstmal nur René helfen, dass er ein paar Leute findet, die da mitmachen. Mhm. Und natürlich hat René mich dann stärker eingebunden, hat dann gesagt, guck mal, der hat mir was geschickt, die hat mir was geschickt, was hältst du denn davon? Mhm. Und dann war ich sozusagen schon im redaktionellen Prozess mit drin. Das hat sich dann, also da habe ich dann auch relativ genau geguckt und ein bisschen mehr geholfen und irgendwann meinte er, na, im Prinzip bist du schon mit Herausgeber. Also so bin ich so in diese Position mit reingerutscht. Ist aber auch nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich hatte von 2001 bis, ich glaube, 2007 oder so, war ich mal Herausgeber, Chefredakteur von einem Online-Comic-Magazin. Mhm. Da haben wir irgendwie über 30 Ausgaben gemacht. So alle zwei Monate gab es dann halt. Das war aber bunt gemischt. Also da gab es keine Beschränkung auf irgendein Genre, fantastisch oder sonst was. Und da haben wir halt auch so ganz viele junge Zeichner aus der deutschen Szene oder Zeichnerinnen auch präsentiert, waren noch ein paar Österreicher dabei und aus der Schweiz und was ich woher. So, und also da ist sozusagen sowieso schon so ein, ja, schon der Wunsch ein bisschen dabei, auch in der Szene ein bisschen was zu bewirken. Mhm. Ja. Also es gab auch, wenn ich es nochmal ganz kurz aus, ich habe, als ich angefangen habe, Comics zu zeichnen, eine der ersten Sachen, die ich mitgemacht habe, war Gespenstergeschichten, also diese alten Grusel-Comics aus dem Bastei-Verlag. Und das war, da war ich noch in der Ausbildung und habe mir damit teilweise meine Ausbildung finanziert. Oh. Und das war ein super, super Platz, um zu üben, also Zeichnen zu üben für Geld sozusagen. Ich fand das immer ganz toll und finde es schade, wenn es diese Gelegenheit nicht gibt mehr. So, also es gibt ja diese Kiosk-Comics, wo man halt einfach reinpacken kann und
was ich mitmachen kann, gibt es ja kaum noch. Und sowas zu machen, also die erste Idee war halt damals mit diesem Online-Magazin und jetzt halt auch das ein bisschen fortzuführen mit Cosmic und den Leuten wenigstens ein bisschen Geld geben zu können, dafür, dass sie da halt tolle Zeichnungen abliefern und aber auch eine Präsentationsfläche liefern erstmal, die auf die man auch aufmerksam wird, die sichtbar ist wirklich. Das ist schon ein Wunsch, den ich mir erfülle sozusagen. Okay, alles klar. Dann habt ihr also auch gewusst, wie man letztlich ja so eine Anthologie irgendwie auch erstellt. Vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen was erzählen dazu, wie es eigentlich zur Auswahl der Künstlerinnen und Künstler kam. Denn da sind wirklich Namen vertreten, die sagen sogar mir was. Ja, also ich habe hier teilweise die Kolleginnen und Kollegen auch schon interviewen dürfen. Und da hatte ich die Gelegenheit, eben auch den Jan Hoffmann zum Beispiel zu interviewen. Also ich kenne tatsächlich den einen oder anderen hiervon schon, sei es nur vom Namen. Erzählt mal, wie kam es zur Auswahl der Kolleginnen und Kollegen und ja vielleicht auch, was haben die so eingereicht? Wo musstet ihr vielleicht Nein sagen? Was wolltet ihr unbedingt haben? Erzählt mal. Ja, dann spreche ich mal vor. Sagen wir mal, der erste Fundus war ja das, was ich von Exodus-Zeichnern zusammenbekommen habe. Und das ist in der Tat auch dieser Comic von Jan Hoffmann. Jan Hoffmann illustriert also eigentlich schon bestimmt seit 5, 6, 7 Jahren für Exodus. Hat in der aktuellen 39 sogar seine eigene Galerie. Ich sagte ja, wir machen ja immer in der Mitte des Heftes noch eine Galerie. Und da haben wir auch gleich noch einen Comic von ihm mitveröffentlicht. Ja, also wie gesagt, der Jan Hoffmann macht also so Comic-Geschichten so in einem alten Stil wie, sagen wir mal, diese seltsamen Geschichten der Twilight Zone. Vergleich ist immer ein bisschen damit, so skurrile Geschichten, ganz, ganz abgefahrene Plots. Und er hat so einen Zeichenstil, der so richtig ein bisschen in die 50er, 60er Jahre reingeht, wo man also so eher die klassischen Science-Fiction-Comics ansiedelt, stilistisch, die vor allen Dingen auch Kurzcomics waren, also nicht unbedingt Serien oder sowas. Ne? Ja, dann haben wir weiter auch, ebenfalls aus Exodus, haben wir also die Maike Schulchen mit den kosmischen Labyrinthen. Und das ist also ganz ulkig, auch Maike ist also eine Exodus-Grafikerin, die also schon länger für uns Kurzgeschichten illustriert. Und die muss wohl ganz, ganz früher mal 2 Jahre bei dem Matthias Schultheiß sozusagen in der Lehre gewesen sein oder hat mit ihm zusammen irgendwelche Projekte machen können und war also von daher auch im Bereich Comic eigentlich interessiert, hat aber seit dieser damaligen Zeit eigentlich nie mehr was in der Richtung gemacht. Ja, und die konnte ich natürlich durch diese Idee, eine Comic-Anthologie machen zu wollen, so richtig, ja, quasi ganz neu für das Genre gewinnen. Und muss sagen, die Geschichte wird ein Mehrteiler, es wird also ein 3- oder 4-Teiler, ist also eigentlich eine sehr interessante, so eine psychedelische Reise durchs menschliche Ich. Und ja, die ist also unwahrscheinlich begeistert dabei. Also da haben wir einige, auch der Ingo Grimaldi-Jose, der geht so ein bisschen in Richtung Möbius vom Zeichenstil, so etwas, auch ein bisschen psychedelische Storys. Auch der war also aus den Exodus-Kontakten schon da bei. Weitere kamen jetzt von Michaels guten Connections in die Comicbranche rein. Wir haben natürlich auch, du fragst eben, ob wir Sachen abgelehnt haben. Das haben wir in der Tat. Wir haben uns also mittlerweile so arrangiert, dass wir wirklich beide sagen, okay, wir schauen uns die Beiträge an und wir bringen wirklich nur das, was uns selber auch gefällt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Prämisse. Da mussten wir einfach einige Dinge absagen, die einfach qualitativ noch nicht so ausgereift waren, dass wir sie hätten für so ein
nachher so ein aufwendiges Album wie Cosmic bringen wollen. Hätte qualitativ also nicht gepasst. Da ist doch natürlich auch so ein bisschen die Frage der quasi Kriterien zu stellen. Also um so wirklich direkt zu sagen, ich mache hier keinen Hehl draus, ich bin wahnsinnig positiv beeindruckt von der kompletten Anthologie. Aus diversen Gründen und der vielleicht sogar wichtigste ist es, dass hier äußerst abwechslungsreich geraten seid. Also so als Comic-Fan gesprochen, hier ist was drin, was so rein optisch ein bisschen mainstreamiger ist und vielleicht auch so, sag ich mal, von der Story her am ehesten noch sowas entspricht, was man auch schon im einen oder anderen Film gesehen hat. Dann sind da aber auch Sachen dabei, die extrem künstlerisch hochwertig sind, also auf einem artifiziellen, ich sag mal, Azifazi-Level, aber auch äußerst ansprechend und auch ein bisschen, sage ich mal, philosophisch und eben auch abstrakt in den Formulierungen. Hier ist was dabei, das geht mehr so Richtung Toon, also Richtung Cartoon, so ein bisschen funny halt einfach, und diverse weitere Sachen, wie wir sie zum Beispiel auch aus der Indie-Szene kennen, habe ich gesehen. Auch unterschiedlichste Stile, die hier rein optisch bedient werden, auch unterschiedliche Arten des Erzählens, also gerade der Jan Hoffmann hat da natürlich auch einen Stil, der vielleicht, ich sage mal, so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ohne das negativ zu meinen, der einfach vielleicht auch eine andere Generation damit repräsentiert. Also ganz unterschiedlichste Sachen, womit ihr eben auch unterschiedlichste Zielgruppen ansprechen könnt, was mir persönlich wirklich gut gefällt. Gab es denn irgendwie sowas wie ein Oberthema oder sowas wie ein, ich sag mal, so eine Art Leitfaden oder Leitsatz, den ihr hattet, oder habt ihr einfach ja so mal ein bisschen geguckt, was kommt und dann so das Beste rausgepickt? Ich glaube also definitiv, dass von Anfang an der Wille da war, möglichst vielseitig aufgestellt zu sein. Das heißt, stilistisch von der Art der Comics, du sagst schon, das eine geht in Richtung Toon, das andere in Funny-Stil, sowas. Wir wollten halt möglichst abwechslungsreich sein und stilistisch die volle Palette bieten. Und das soll auch eigentlich das Konzept für künftig sein. Wir wollen eigentlich auch noch ein bisschen mehr den Fantasy-Bereich streifen. Der ist vielleicht in der Nummer 1 da etwas zu kurz geraten, aber halt wichtig, eine breite Palette, und wir hoffen, das ist ja auch irgendwo ein ganz wilder Mix, dass der natürlich beim Publikum ankommt. Aber das ist eigentlich das, was wir, glaube ich, machen wollten. Wir haben schon geguckt, dass es eine bestimmte Palette gibt, aber halt auch nicht zu sehr ins Extreme geht oder so. Also wir haben Bela Sobotke mit einem Beitrag dabei, der eher in U-Comics passen würde. Ja, definitiv. Aber jetzt nicht Thomas Bunk-mäßig ist oder so. Hm. Also das wäre für mich oder sowas. Das wäre für mich vielleicht ein Tick zu viel gewesen oder sowas. Also das ist für mich so eine Grenze sozusagen, so vom Stil her, weil alles andere fällt dann stark raus sozusagen. Also hat dann plötzlich so einen Zacken, weißt du, wie so einen Riesenausschlag in eine Richtung. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir halt den Hoffmann oder vielleicht auch meinen Beitrag oder sowas, die eher konservativ gezeichnet sind. So, die so eine Mitte bedienen oder sowas. Dann haben wir jemanden wie Frauke Berger drin, die einen wunderschönen, leicht kritzligen Strich hat oder sowas, aber sehr poetisch erzählt. Also auch wieder eine ganz andere Richtung. Die aber trotzdem nicht sozusagen zu weit von so einem, sagen wir mal, so einem Mittelzentrum entfernt liegt, finde ich. Sowas. Aber trotzdem halt, also diesen gesamten Kreis, wenn man sich das als so ein Globus vorstellt oder sowas, ein bisschen auslotet. Und das war so die Idee, dass man da halt guckt, okay, wir haben so einen Mittelpunkt und von da aus ausgehend gucken wir, in welche Richtung wir gehen können, ohne dass wir zu starke Ausschläge in irgendeine Richtung haben. Das ist, glaube ich, eine Frage, die kann man eigentlich nur beantworten, wenn man, glaube ich, sehr drinsteckt im Thema. Ich persönlich finde jetzt gerade das, was, wenn wir uns das angucken, das ist, glaube ich, der zweite Beitrag. Das ist dann der von La Passage, Ingo Krimalkin Lose. Der sticht schon ein bisschen raus, ne? Also allein schon vom Erzählstil und halt einfach von der Optik, weil das jetzt quasi keine Panels zum Beispiel auch sind, sondern immer so eine ganze Seite quasi, auf der was erzählt, was genau er erzählt, da kann man sicherlich selbst viel interpretieren. Geht wohl im weitesten Sinne um einen Antrieb und eine Reise. René, da hattest du jetzt natürlich schon drauf angesprochen, dass es ja auch ganz wichtig ist, dass das natürlich die Leute auch kaufen. Ich persönlich werde mir auf jeden Fall die zweite Ausgabe holen, eben weil ich finde, dass man von so Comic-Anthologien nicht genug bekommen kann. Die bieten eben im Regelfall für jeden was. Ihr habt hier diese Spezialisierung auf den
den Sci-Fi-Bereich, die ich persönlich auch mainstreamig genug finde, damit sie auch eine breite Masse ansprechen kann, auf jeden Fall. Wie sieht's generell aus? Wann kommt der zweite Teil? Wie sieht's aus mit dem Publikum? Gibt's da schon Reaktionen? Redet ihr über eure Auflage? Erzähl mal, wie ist da der Stand? Ja, da kann ich also zu sagen, die zweite Ausgabe ist fast so gut wie fertig. Die haben wir also für den April vorgesehen. Die wird also erstmals auf der Comic-Yard in Aachen, das ist quasi hier beim Atlantis Verlag um die Ecke, erstmals vorgestellt. Auflage, gut, da können wir also sagen, die Nummer 1 ist also mit 1500 Stück aufgelegt worden, mit der Prämisse, wenn die also alle weg sind, da würden wir uns sehr freuen, da können wir auch nachdrucken, weil bei einer Anthologie-Reihe ist es ja zwangsweise so, wenn irgendwann die Ausgabe 1 nicht mehr erhältlich ist und es gibt genügend Leser, dann muss man natürlich auch diese Teile nachliefern, weil wir ja teilweise auch Fortsetzungsgeschichten bringen. Mhm. Ja, also das zur Auflage. Ja, war dazu sonst noch in der Frage drin. Wie so die Reaktion des Publikums aussieht. Ihr habt ja bereits im letzten Jahr 2019, wir sind jetzt schon 20, ja auch veröffentlicht und ich denke, ihr seid beide ja scheinbar auch relativ breit aufgestellt, in einem gewissen Rahmen eben auch mit der Szene verwurzelt, sowohl im Sci-Fi-Bereich als auch eben im Comic-Bereich. Haben sie euch das Ding aus der Hand gerissen oder ist eher so noch in einer, sag ich mal, Anlaufphase? Ja gut, also über die genauen Verkaufszahlen, wie sie im Moment liegen, müsste ich spekulieren. Ich weiß zumindest, dass also in den ersten 4 Wochen zumindest an die 450 Exemplare über die Ladentheke verkauft worden sind, also über den Versand, über den Verlag. Das finde ich als Start innerhalb von 4 Wochen gar nicht mal so sehr übel. Mhm. Reaktionen haben wir eigentlich durchweg recht positive bekommen. Vor allen Dingen ja hier auch aus der Exodus-Leserschaft, die ja auch schon Teil Leser stellt und sich das Cosmic schon deswegen geholt haben, weil sie das Magazin schon seit Jahren kennen. Mhm. Ganz lustig dabei auch den Thorsten Wieser, der ja zusammen mit dem Autor Arnold Spree die Abenteuer des Raumschiffs Exodus gemacht hat. Das ist also eigentlich so ein ganz lustiges Ding, weil die Personen aus der Exodus-Redaktion, sprich also wir als Verleger, auf einem Raumschiff agieren und dabei die abgedrehtesten Abenteuer erleben. Das ist also alles ein bisschen satirisch angelegt. Wir hatten also Cosmic 1 heißt die Sache des Hambach-Minitekel, also Raumschiff Exodus rettet den Hambi. Den Forstwald, ne? Ja, ja. Für die 2 haben wir also auch eine sehr schöne Sache, die also auch wieder up-to-date ist. Das ist dann die Thunberg-Verschwörung. Also Greta Thunberg noch entführt und daraus Raumschiff Exodus wieder. Also das hat gerade unter den Exodus-Lesern natürlich sehr viel positive Reaktionen hervorgebracht. Die Leute, die Redaktion kennen, das als ganz lustige. Aber auch sonst, ich glaube, da gerade der Stilmix, den man ja auch von Exodus her kennt, weil die ja auch eigentlich total unterschiedliche, fantastische Künstler da immer wieder vorstellen, dass auch das bei dem Publikum schon positiv ankommt. Mhm. Und was sonst schon mal an schriftlichen Reaktionen reinkam, wie gesagt, durchweg positiv, wir sind eigentlich da übersichtlich, dass das Konzept irgendwo stimmt oder möglich ist, es am Markt. Es gibt ja seit Schwermetall und solcherlei seligen Zeiten gibt es ja eigentlich nichts mehr in dem Bereich Comic-Anthologien oder verdammt wenig. Ne? Und gerade eine, die also speziell nur im fantastischen Fahrwasser da sich bewegt, hat eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, am Markt. Von daher denke ich schon, dass da das Interesse eine Leserschaft gefunden wird. Ja,
Also Anthologien gibt es tatsächlich eine ganze Menge, finde ich sogar. Die sind aber halt eben tatsächlich auch von der Ausrichtung her ein bisschen anders aufgestellt, als ihr das seid. Die wenigsten davon kommen in so einem schicken, großen Alben-Hardcover. Und bei so einer tollen Aufmachung kommt mir natürlich sofort der Gedanke, ob es da nicht irgendwie auch ein Abo-Modell tun würde. Wie sieht's aus? Gibt es da Gedanken zu? Ja, man kann also das Cosmic schon abonnieren. Geht über die Verlagsseite, ist also gar kein Problem. Okay, das läuft, super. Da muss ich mir das nochmal genau anschauen. Sprechen auch bewusst durch dieses Albenformat natürlich auch irgendwo den Comic-Sammler natürlich auch an. Ich glaube, wir sind selber, also Michael genauso wie ich, wir sind ja nun mal Comic-Freaks und auch Sammler, und ganz einfach diese Haptik, die von so einem Hardcover ausgeht, wenn man es schon aufblättert und so, das ist natürlich gewollt. Also da schielen wir natürlich auch ein klein wenig an die etwas kaufstärkeren Comicsammler. Also wir schielen natürlich bei dieser Hardcover-Ausstattung natürlich ein bisschen auf die Sammlerschicht, auf die etwas kaufstärkere Comic-Kaufkundschaft, wie Michael und ich es ja auch selber auch sind. Wir sind ja auch Sammler und Liebhaber. Okay, sehr schön. Dann natürlich noch das wirklich weitere Highlight, das es hier auch in der Anthologie gibt. Du hattest jetzt schon quasi diese Bonus-Story hinten erwähnt. Was wir ja auch haben, ist es, einen längeren schriftlichen Teil zu haben vom Uwe Anton, den ich persönlich jetzt noch gar nicht kenne. Der hat hier ausgiebig was zu Leos Welten geschrieben, wo ich auch sagen muss, dass mir das noch kein Begriff ist. Erzählt mal, wie kam es dazu? Was ist das? Was verfolgt ihr damit für Ansätze? Warum? Also wir wollen zumindest in jeder Ausgabe einen fundierten Artikel haben, und also einen sekundärliterarischen Artikel, der also besonders gründlich irgendein spannendes Thema aus dem fantastischen Comic-Bereich beleuchtet. Ja, Uwe Anton ist natürlich da auch ein Comic-Kenner, der hat ja selber hunderte von Comics übersetzt, selber auch in seiner Laufbahn. Und speziell Leo, das ist also einer von meinen und auch Uwes Lieblingszeichner. Leo ist eigentlich ein Brasilianer, und als ich das erste Comic von ihm in der Hand hielt, dachte ich eigentlich, ja mein Gott, das muss ein Belgier, das muss ein Franco-Belgier sein, weil der Zeichenstil ist so typisch, da vermutet man erstmal keinen Brasilianer hin. Da war für mich also eine kleine Überraschung, als ich das danach erfuhr. Aber wie gesagt, Uwe ist also ein großer Fan, der wäre ich ebenso. Und das war natürlich ein guter Einstieg, weil es Leo bringt ein sehr abgeschlossenes Science-Fiction-Thema oder Zyklen, die also alle in einem Universum spielen. Und das ist also schon ein Ding, wo man also einen tollen Artikel machen kann. Ne? Für die zwei haben wir da wieder was. Also es wird immer nur einen Artikel je Ausgabe geben, aber der wird ähnlich lang, ähnlich fundiert, ähnlich aufgebaut sein, und der soll dann eher mehr um wirklich klassische Science-Fiction-Themen, klassische fantastische Themen gehen. Also ich kann schon mal verraten, für die Ausgabe 2 haben wir da also eine richtig dicke Betrachtung zu dem belgischen Flash Gordon. Das Luc Orient, der ja auch schon auf einige Jahre Comicgeschichte zurückblicken kann. Da haben wir also wieder einen ähnlich guten Verfasser wie Uwe Anton, haben wir für die zwei den Olaf Brill, der also auch Comic-Kenner ist und da wirklich eine fundierte Arbeit auch liefert. Das soll dann sich auch für die nächsten Ausgaben so fortsetzen. Wird man euch eigentlich auch noch außerhalb der Comic-Jahre irgendwo antreffen können, also beispielsweise in Erlangen dieses Jahr? Ja, also in Erlangen ist sogar geplant, dass der Atlantis mal einen ersten kleinen Stand macht. Wir werden also auch sogar verschiedene unserer Zeichner dort haben zum Signieren. Also unter anderem der Michael natürlich selber. Dann wird auch die Maike Schrötchen vor Ort sein. Es wird der Maximilian Meyer dort sein, eventuell der Jan Hoffmann. Also da wollen wir gucken, dass wir also etwas bewegen. Der Atlantis Verlag fängt ja gerade erst an, im Comic-Bereich
Bereich überhaupt irgendwas zu machen. Es gibt ja bislang nur dieses Album von Michael mit den gesammelten Abenteuern Ein seltsamer Tag. Aber da kann er selber ja auch. Tatsächlich hätte ich da nämlich jetzt gern auch drauf übergeleitet. Michael, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was auch zu Ein seltsamer Tag erzählen. Was ist das eigentlich? Ein Comic, habe ich gehört. Ja, Tatsache. Ein seltsamer Tag ist eine kleine Comicreihe mit One- oder Two-Pagern, die wir für das Magazin Fantastisch entwickelt haben. Also die kamen mehr oder weniger auf mich zu und haben gefragt, ob ich Lust hätte, da so einen kleinen Comic immer zu machen. Das Magazin erscheint vierteljährlich. Das heißt, man kann jetzt keine lange fortlaufende Geschichte machen. Und ich habe dann halt den Olaf gefragt, weil mir nicht wirklich was einfiel, wie man das schreiben sollte. Olaf kenne ich, also Olaf Brill, den kenne ich halt schon von den Perry Comics. Mhm. Da haben wir schon zusammengearbeitet. Und er ist sofort war sofort begeistert oder sowas und hat mir innerhalb von einer Woche hat er ein komplettes Konzept gehabt und die ersten Skripte irgendwie für die ersten vier Seiten oder so. Und das läuft halt seit 2011. Okay. Und wir haben dann halt im jetzt vorletzten Jahr dann halt die ganzen Bände, die ganzen Storys gesammelt, plus noch zwei, drei extra gezeichnete und dann einem Album rausgebracht. Und wir haben halt eine Weile vorher auch schon verschiedene Verlage gefragt und natürlich auch den Atlantis Verlag, obwohl der noch gar keine Comics gemacht hat. Der macht nur in Anführungsstrichen Bücher. Und aber das war für uns sozusagen die Heimat, weil bei Atlantis erscheint eben auch das Magazin Fantastisch, mhm, in dem die kleinen Geschichten immer erscheinen. Und insofern passte das ganz gut. Er hat dann auch mit nach ein bisschen Zögern zugesagt oder sowas. Und ja, das war sozusagen der Ursprung oder das Stückchen Urstein an Comics, was jetzt bei Atlantis erscheint. Und das ist natürlich schön, wenn es jetzt mit Cosmic weitergeführt wird und dann eine kleine Comicreihe vielleicht entsteht oder eine Comic-Sektion. Auf jeden Fall. Da werde ich auf jeden Fall zuschlagen, wenn wir es dann in Erlangen sehen werden, damit du mir das natürlich auch gleich direkt wegsignieren kannst. Das ist natürlich. Klar. Ja, eigentlich frage ich am Ende von Interviews immer noch so, wie der Blick in die Zukunft aussieht, aber wir wissen, dass da Ausgabe 2 auf uns wartet und ich gehe mal davon aus, vielleicht auch an dich wieder weitergereicht, René, die Frage, wenn es so weiterlaufen sollte, dann läuft es wohl so weiter, oder? Also wenn Ausgabe 2 auch gut ankommt, dann steht Ausgabe 3 und 4 vermutlich nichts mehr im Weg, oder? Nö, definitiv sehe ich eigentlich auch so. Das Ding macht uns beiden also einen Riesenspaß. Für mich neben meinem Exodus-Magazin, das ja auch sehr grafisch aufgestellt ist, ist es also eine wunderbare Sache, im Comic-Bereich so eine runde Sache jetzt produzieren zu können. Und ich könnte mir sogar Synergieeffekte von Cosmic zu Exodus vorstellen, wie genauso umgekehrt von Exodus zum Comic-Magazin, weil ja beides ähnliche Felder sind. Also ich bin kein großartiger Fan dieser ganzen Mainstream-Science-Fiction, Star Wars, Star Trek und diesen ganzen Wild West im Weltraum. Das ist eher nicht das, was ich suche. Deswegen befasse ich mich ja seit Jahrzehnten eher mit dem Medium Kurzgeschichte. Und ich sage immer, eine gute Kurzgeschichte ist eigentlich viel interessanter, als wenn du da so einen Backstein von 800 Seiten als Roman hast, der eigentlich nur in die Länge gezogen wird und dessen Grundideen wirklich für eine 80-Seiten-Novelle reichen. Also da wird vieles also immer in die Länge gezogen und eine Kurzgeschichte bringt ein Thema auf den Punkt. Es besteht aus einer Idee und das funktioniert ganz anders. Und ähnlich haben wir es jetzt bei Cosmic. Ich glaube, wer Spaß an diesen Kurzcomics hat oder auch an den kurzen Szenen, kurzen Ideen etc., für den ist wahrscheinlich der Weg nicht weit, sich auch mal eine Anthologie mit Kurzgeschichten zu greifen. Genauso gut wird der Exodus-Freund oder der Kurzgeschichten-Freund sehr gerne mal zu einem Comic greifen
Weiler vom Magazin her schon eine sehr starke grafische Schiene gewöhnt ist. Also da stelle ich mir schon was vor, ob das funktioniert. Und für Cosmic selber, es wäre denkbar, da innerhalb der Cosmic-Reihe, da habe ich mit Michael auch schon zusammen überlegt, durchaus auch mal ein Album zu bringen, das also eine 90-Seiten-Geschichte bringt. Auch das ist Zukunftsmusik zum jetzigen Zeitpunkt. Wir wollen sehen, dass wir also noch ein bisschen Zuwachs bei der Zeichner-Sektion kriegen, also Zeichnerinnen und Zeichner, gerne willkommen. Und da kann das werden, also auf jeden Fall. Aber von den Kurzgeschichten her, vom Konzept, das soll erstmal so weiterlaufen und ja, die Chancen stehen nicht schlecht. Das freut mich wirklich sehr zu hören, wenn so eine Produktion aus deutschen Landen mit so einem hohen Anspruch und ja eben auch so einer hohen Qualität da auf jeden Fall noch Ziele hat, die ich persönlich unterstützen werde mit diesem Interview und natürlich eben auch dem Kauf der zweiten Ausgabe. René, Michael, es war mir eine wahre Freude, dass ihr euch heute ein bisschen Zeit genommen habt, mit mir über euer aktuelles Werk Cosmic und die aktuelle Reihe zu sprechen. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg damit und freue mich drauf, dass wir uns spätestens in Erlangen mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns auch. Dankeschön. Vielen Dank für die Möglichkeit, auch hier das zu bringen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.